Ja, es ist richtig, die EEG-Umlage steigt von 3,592 Cent in diesem Jahr. Wird die EEG-Umlage erhöht? Zum 1. Januar sind dann 5,277 Cent pro Kilowattstunde in der Regel für uns als privaten Verbraucher fällig. Das ist eine erhebliche Steigerung, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir werden diejenigen sein, die sie im Großen und Ganzen zu tragen haben. 1,685 beträgt alleine der Steigerungswert in Cent ausgedrückt für die höhere EEG-Umlage. Louis hat sehr deutlich begründet, warum dies eigentlich nicht sein muss. Es gibt eine Erklärung. Es ist politisch gewollt, dass die großen Konzerne befreit werden und die privaten Verbraucher, aber auch Handwerkstreibende und Dienstleister voll mit dieser EEG-Umlage belastet werden. Viele Verbraucher und Verbraucherinnen sind sauer. In einer Umfrage bei der Bild-Zeitung wollten 65% wieder den Ausstieg aus der Atomenergie deswegen in Frage stellen. Und damit, mit dieser Verknüpfung, wird eigentlich deutlich, was diese Kampagne und was die Politik mit der EEG-Umlage im Augenblick betreibt. Wir sollen als Verbraucher und Verbraucherinnen beängstigt werden, dass diese Energiewende die falsche Lösung wäre, dass wir den Ausstieg aus der Atomenergie wieder rückgängig machen. Obwohl wir wissen, dass es richtig ist, jetzt diese Energiewende einzuleiten. Obwohl wir wissen, dass der Strompreis sinkt. Und obwohl dass wir wissen, dass das EEG doch eines der erfolgreichsten Gesetze ist, die dieses Land je gesehen hat. Die Regierung diskutiert im Augenblick Vorschläge, die Förderung der erneuerbaren Energien zu begrenzen, eventuell sogar eine Quotierung einzuführen. Es wird auch in Frage gestellt, ob der Vorrang der Einspeisung der Energie aus erneuerbaren Energien aufgehoben wird und wieder alte konventionelle Kraftwerke oder sogar Atomstrom eingespeist wird vor alternativ erneuerbar erzeugten Energiemengen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, weil es darf nicht stattfinden, dass dieser Prozess gestoppt oder gar umgekehrt wird. Mittlerweile plakatieren die Atom- und Kohlelobbyisten mit viel Aufwand, zum Beispiel an den Bahnhöfen, folgenden Slogan: EEG stoppen, sonst scheitert die Energiewende. Und der Brüderle von der FDP fordert sogar einen Baustopp für Solarfelder. All das würde diesen Prozess nicht nur gefährden, sondern es ist eigentlich eine Umkehr ins vorige Jahrtausend auf dem Prozess, den wir erfolgreich eingeleitet haben mit dem Druck der Straße, mit Tausenden, Hunderttausenden Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegnern. Photovoltaik ist eine Chance und ein Beitrag zum Ausstieg aus der Atomenergie. Photovoltaik ist auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherung unserer Energieversorgung. Und last but not least, Photovoltaik wird für den günstigen Strompreis einen wichtigen Beitrag einnehmen, weil der Strompreis für die nächsten 20 Jahre eben sicher ist. Möchten weiteren Grund für dieses richtige und sehr innovative Gesetz, dieses EEG, heranführen. In der Branche, in der ich tätig bin, der Metall- und Elektroindustrie, ist zugegebenermaßen eine Branche, die auch viel Energie und Ressourcen verbraucht. Fakt ist, dass alleine durch das EEG an zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie mittlerweile mehr als 200.000 Arbeitsplätze entstanden sind. Und das sind Arbeitsplätze, die sind wichtig für unsere Zukunft, weil sie einen innovativen Beitrag darstellen, wie Deutschland ja ein Leitmarkt werden kann zu dieser
zu dieser Energiewende des Atomausstiegs. Mittlerweile verfügen wir über 300.000 Arbeitsplätze in diesem Land in den unterschiedlichsten Branchen, liebe Freundinnen und Freunde. Fazit: Wir werden uns von niemand dieses EEG schlecht reden lassen. Wir wissen, das EEG ist gut für die Umwelt, es ist gut für die Arbeitsplätze und es ist gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn die Energiewende richtig gemacht wird und die Kosten gerecht verteilt werden würden. Deshalb ein paar Informationen und Fakten zum Strompreis und zur EEG-Umlage. Erste Botschaft: Die Strompreise befinden sich nach wie vor an den Börsen, wo Strom gehandelt wird, auf Talfahrt, bereits seit einigen Jahren. So zum Beispiel beträgt der Preis im Oktober am Spotmarkt für eine Kilowattstunde 4,4 Euro Cent. Das sind 15% weniger als wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr, im Oktober 2011, kostete die Kilowattstunde am Spotmarkt 5,2 Euro Cent. Die sogenannten Futures, also die Ausblicke, wie sich denn der Strompreis an diesen Spotmärkten entwickeln wird, gehen alle davon aus, dass sie bis zum Jahr 2016 im Durchschnitt keine 5 Euro Cent für die Kilowattstunde erreichen werden. Und das bitte ich euch jetzt mal zu merken. An den Strombörsen wird die Kilowattstunde Strom 5 Euro Cent kosten bis zum Jahr 2016. Was zahlen wir als Verbraucher für Strom? Wie hoch ist unser Preis für die Kilowattstunde und wie werden wir mit der EEG-Umlage belastet? Alle Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen als privater Haushalt diese EEG-Umlage. Wenn wir alle Nutzer unserer Energie, vom Kleinstverbraucher bis zur Großindustrie, mal betrachten, dann müssen wir feststellen, dass es unterschiedliche Strompreise in einer gigantischen Bandbreite gibt und auch eine unterschiedliche EEG-Umlage. Deswegen möchte ich die Zahlen hier mal nennen. Die energieintensive Industrie zahlt für die Kilowattstunde Strom 6,08 Cent. Ihr Anteil in der EEG-Umlage beträgt insgesamt rund 37 Millionen Euro im Jahr und Ihr Wert, den Sie berappen müssen, pro Kilowattstunde beträgt 0,05 Cent. Die andere Industrie, die also nicht zu der energieintensiven Industrie gehört, die zahlt für die Kilowattstunde Strom 8,15 Cent bis 11,63 Cent, je nach Verbrauch. Da gilt die Devise, je mehr verbraucht wird, desto geringerer wird der Preis. Ihr Anteil an der EEG-Umlage beträgt in Summe ungefähr 4,5 Milliarden Euro. Pro Kilowattstunde bezahlt die Industrie entweder auch 0,05 Cent, wenn sie befreit sind, oder 3,53 Cent, so wie alle übrigen privaten Haushalte. Handwerk und Dienstleistungen bezahlen im Schnitt für die Kilowattstunde Strom 19,29 Cent. Und ebenfalls die EEG-Umlage in Höhe von 3,53 Cent. Die privaten Haushalte, also wir als private Verbraucherinnen und Verbraucher, haben im vergangenen Jahr einen Durchschnittsstrompreis von 25,45 Cent bezahlt und die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage von 3,53 Cent. Und diese Zahlen stammen nicht aus einer Greenpeace-Studie, die irgendetwas schönreden will oder schönrechnet, sondern waren Angaben aus dem revolutionären Tageszeitungsblatt Die Zeit.
Ja, also eine seriöse Quelle und ich glaube außer Verdacht hier irgendetwas geschönt zu haben. Vielleicht muss man an der Stelle etwas erklären zu diesen Ausnahmeregelungen. Ich sage ganz deutlich, Ausnahmen beschädigen die Regel, dass nämlich alle zur EEG-Umlage und damit zur Finanzierung der Energiewende beitragen. Dieses EEG-Gesetz hat seit seinem Bestehen im Jahr 2000 festgelegt, dass energieintensive Branchen ausgenommen werden. Was sind energieintensive Branchen? Nach der Definition des Gesetzes muss es ein Betrieb, ein Unternehmen sein, das im internationalen Wettbewerb steht. Nach dem EEG-Gesetz muss dieses Unternehmen mindestens einen Stromkostenanteil von 14% an der Bruttowertschöpfung haben. Und diese Unternehmen müssen mindestens 10 Gigawatt Strom im Jahr verbrauchen. Das sind die Voraussetzungen, um also in diese Befreiung zu bekommen. Jetzt wurde bereits gesetzlich festgelegt, dass der Stromverbrauch von 10 Gigawatt pro Jahr auf 1 Gigawatt pro Jahr abgesenkt wird. Was hat das für Folgen? Bisher werden rund 600 Betriebe in Deutschland ausgenommen von dieser EEG-Umlage. Mittlerweile liegen über 2000 Anträge für die Ausnahmeregelung dieser EEG-Umlage auf dem Tisch. Ich sage dazu, das ist eine perverse Entwicklung, weil es nichts anderes beschreibt, dass immer mehr Unternehmen und Betriebe sich ja wirklich was einfallen lassen, um in diese Befreiung zu kommen. Und die schlimmste Maßnahme ist, einfach zusätzlich Strom zu verbrauchen, der gar nicht benötigt wird, nur dass man die neue, wesentlich niedrigere Hürde von 1 Gigawatt Verbrauch pro Jahr überschreitet, weil dann wird es lukrativer, noch mehr Strom zu verbrauchen, weil man weniger oder gar keine EEG-Umlage bezahlen muss. Es gibt aber noch eine viel schlimmere Wirkung. Viele Betriebe, die sie wegen der EEG-Umlage auf den Weg gemacht haben, Kapazitäten aufzubringen, finanzielle und geistige, um den Energieverbrauch zu senken, um Projekte aufzulegen, Effizienzsteigerung auf den Weg zu bringen. Die sagen jetzt, ja, das können wir wieder aufhören und stoppen. Das Geld geben wir nicht aus, die Ingenieure hocken wir nicht an den Tisch, weil die Zugänge zu der Befreiung sind mittlerweile so weit abgesenkt, dass wir es im Grunde genommen mit einem kurzen Antragsschreiben begründen können. Louis hat auch schon die Beispiele genannt, wer da alles mit in den Genuss der Befreiung reinkommt. Es ist zum Beispiel auch das Rechenzentrum der Deutschen Bank und da gibt es da wirklich kein Verständnis mehr dafür. Der Gipfel aber ist, dass finnische Papierfabriken mittlerweile überlegen, ihre Produktion in Finnland einzustellen und dort wird die Energie im Wesentlichen aus Wasserkraft gewonnen, die Papierfabrik nach Deutschland zu verlagern, weil man dort billigen Strom bekommen kann und zusätzlich noch die Befreiung von der Energieumlage erhält. Das sind schlicht und einfach Maßnahmen und Aktionen, die man eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann und zerstören dieses wunderbare Instrument mit einem EEG-Gesetz auf diesem Weg der Energiewende große Schritte nach vorne zu gehen. Sie sind kreativ, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass es einfach sein wird, Ihre Argumente zu entkräften. Die schwarz-gelbe Regierung will mittlerweile auch dieses EEG ändern oder stoppen oder begrenzen oder quotieren und begründet es damit, es wäre eine soziale Maßnahme, weil man damit verhindert, dass Hartz-IV-Empfängern der Strom abgedreht wird. Selbst die 4 großen Energieversorgungsunternehmen in diesem Land haben mittlerweile ihr Herz
für Hartz-IV-Empfänger entdeckt und fordern von der Regierung steuerfinanzierte Regelungen, damit die ihren Strompreis bezahlen können. Ich wundere mich sehr, warum man auf einmal da eine soziale Ader vorfindet. Warum gab es das nicht schon vor einigen Jahren? Bisher haben die großen vier doch gnadenlos demjenigen den Strom abgedreht, der nicht mehr zahlen konnte. Für die Regierung gibt es eine tolle Lösung, um den Menschen, die zu wenig Geld zum Leben haben, zu helfen. Erhöht die Hartz-IV-Sätze, bringt weitere Förderungen auf den Weg und da wird da dem Umweltminister Altmaier sein jüngster Vorschlag, Zuzahlungen für den Kühlschrankwechsel keine wesentliche Verbesserungen bringen. Ich sage klar und deutlich, an den Finanzierungserfordernissen für soziale, schwache Menschen in diesem Land, davon wird die Energiewende nicht scheitern, sondern wir werden dafür sorgen, dass sie weiter vorangetrieben wird. Ich bin überzeugt, dass die Energiewende möglich ist in diesem Land, dass wir an dem Atomausstieg festhalten können, wenn wir diese Energiewende richtig betreiben, wenn wir weiterhin den Ausbau und die Förderung finanzieren der erneuerbaren Energien, wenn wir nach wie vor für die erneuerbaren Energien den Vorrang schalten gegenüber den anderen, wenn wir Kohle und Gas nur als Übergangstechnologien verstehen und dabei deren CO2-Ausstoß reduzieren und dass mit effizientem Energieeinsatz vor allem eins nach vorne gebracht wird, dass wir von Jahr zu Jahr weniger Strom in diesem Land verbrauchen und damit auch weniger Energie benötigen. Und ich sage auch klar und deutlich, wir sind regionale Bürgergenossenschaften viel, viel lieber, die vor Ort Photovoltaikanlagen aufstellen oder Windräder finanzieren, als Großkonzerne, die an diesem Strom ihren Profit machen und weiterhin für die Betreibung ihrer Kernkraftwerke Stimmung machen. Deshalb brauchen wir mehr Wind für diese Energiewende, vor allem mehr Wind auch in Bayern. Bayern darf nicht länger sozusagen ein weißer Fleck sein, wo die Energie aus Wind erzeugt so nicht stattfindet. Und deshalb muss unser Bemühen und unsere Forderung in diese Richtung gehen. Alle zusammen werden es schaffen, den Atomausstieg vor 2022 damit zu realisieren. Und wir werden auch die Kosten gerecht verteilen. Wenn alle Beteiligten, die Regierung, die Wirtschaft, die privaten Verbraucher in einem transparenten und nachvollziehbaren Prozess an der Festlegung und Verteilung der Preise und Umlagen beteiligt werden, dann ist diese Energiewende nicht bloß ein Erfolg, sondern dann wird sie auch ein Beitrag zur Demokratisierung in dieser Gesellschaft werden. Und deshalb rufe ich euch auf, den Appell des Energiewendebündnisses Bayern unter www.eeg-bündnis.de zu unterschreiben, zu unterstützen. Das geht auch online für den Ausbau der Erneuerbaren, für eine soziale Energiewende und für neue Regeln am Strommarkt. Und zum Schluss, liebe Freundinnen und Freunde, noch ein paar Worte zu Dr. E. Fischer. Wenn man die Subventionen aufrechnet, und es war ja auch ein Punkt, den er aufgeführt hat, dann muss man sich doch eingestehen, selbst wenn ich in diesem Bereich einen Arbeitsplatz habe, und da wissen wir doch alle, dass der freiwillig oder gezwungenermaßen nach dem Grundsatz verfahrt, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Trotzdem muss er doch eingestehen, Atomkraft wäre doch der Bereich der Energieerzeugung, wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit wirklich heranzieht, dass man die nie und nimmer in diesem Land jemals in Gang gesetzt hätte, geschweige denn über einen Ausbau auf Staatskosten drüber nachgedacht hat. Deswegen sage ich von dieser Stelle als letzte Bemerkung, aufgemerkt, Dr. E. Den Rest spare ich mir.
Die erneuerbaren Energien sind nicht nur die billigeren Energieträger, sondern sie, ausschließlich sie, werden langfristig auch die sicheren sein. Das ist gut für uns und unsere Kinder. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, lieber verspiegelte Landschaften als verstrahlte Landschaften. Wir schaffen die Energiewende, wir schalten die Atomkraftwerke aus. Vielen Dank.